geehrte Mitglieder der Bundesregierung, geschätztes hohes Haus, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Naja, nach 5 Wochen Ihrer Anti-Corona-Maßnahmen ist es wirklich angebracht, eine Bilanz zu ziehen. Und Sie werden sich nicht wundern, dass sie aus meiner Sicht ein wenig anders aussieht, als es die Ihre tut. Aber zunächst einmal zu den positiven Aspekten. Ja, es ist unbestritten, dass im Gesundheitsbereich die Entwicklung in Österreich eine positive ist. Wir freuen uns über rückgängige Zahlen, was die Infektionen betrifft. Wir freuen uns über rückläufige Raten, was die Todesfälle betrifft. Wir freuen uns darüber, dass es mehr Menschen gibt, die gesund sind oder die gesund werden, als Menschen, die sich neu infizieren. Das ist eine positive Entwicklung, das ist ausgezeichnet und das freut auch mich. Aber es ist nur der erste Blick auf die Dinge, Herr Bundeskanzler. Ich glaube, wenn man ehrlich sein will und wenn man den Dingen auf den Grund gehen will, dann braucht es auch einen zweiten Blick, einen tiefergehenden Blick. Und den möchte ich jetzt gemeinsam mit Ihnen versuchen. Und Herr Bundeskanzler Kurz, jetzt dürfen Sie sich angesprochen fühlen und alle anderen Mitglieder auf der Regierungsbank, die glauben, dass der Ort hier dafür da ist, dass man der Debatte folgt und nicht, dass das ein besonders toller Platz ist, der sich dafür eignet, dass man permanent mit dem eigenen Handy herumspielt, damit ich das auch einmal angebracht habe. Sie alle dürfen sich angesprochen fühlen. Ich habe nämlich ein paar ganz einfache Fragen an Sie. Warum, Herr Bundeskanzler, ist eigentlich die Entwicklung im Bereich der Neuinfizierten auch in Schweden eindeutig eine positive? Warum ist das so? Warum ist eigentlich die Tendenz im Allgemeinen, was die Todesrate betrifft, auch in Schweden eine positive, verglichen mit vielen anderen Ländern, die so wie Sie ganz restriktive Maßnahmen gesetzt haben? Und vor allem, Herr Bundeskanzler, warum ist eigentlich in Schweden weder das Gesundheitssystem im Allgemeinen noch die Intensivmedizin vollkommen in sich zusammengebrochen? Ich glaube, dass das sehr berechtigte Fragen sind. Berechtigte Fragen deshalb, weil Schweden sehr, sehr vieles, um nicht zu sagen, fast alles anders macht, als Sie es machen. Sie wissen, dass in Schweden das öffentliche Leben eigentlich ohne große Einschränkungen im gesamten Jahr 2020 vonstatten geht, dass dort die Geschäfte und die Restaurants geöffnet sind, dass die Leute einkaufen gehen, dass sie sich treffen, dass die Kinder in den Kindergärten sind, dass in den Schulen, selbstverständlich auch in den Grundschulen, unterrichtet wird. An Sie gerichtet, Herr Vizekanzler, Sie wissen, dass die Kinder dort auch ihre sportliche Betätigung haben, zum Beispiel im Bereich von Fußballvereinen. Sie wissen, dass Veranstaltungen bis 50 Personen zugelassen sind. Mir ist auch nicht bekannt, dass die Regierung dort daran arbeitet, die eigenen Bürger mittels Big Data zu bespitzeln und erst dann einen Rückzieher macht, wenn man aufgeklatscht wird in den miesen Absichten. Und mir ist auch nicht bekannt, dass dort Spaziergänger... Und mir ist auch nicht bekannt, dass dort Spaziergänger von Spitzenvertretern der Regierung als Lebensgefährder denunziert werden. Mir ist das alles nicht bekannt. Es ist ein ziemlich anderer Weg als der, den Sie einschlagen. Und ich frage mich, warum ist dann eigentlich die Entwicklung auch dort eine im Allgemeinen positive? Und Sie, Herr Vizekanzler, haben vorher gesagt, na ja, das kann man ja alles nicht wissen. Jetzt möchte ich Sie an Ihre eigenen Worte und insbesondere an die Worte des Bundeskanzlers erinnern. Da haben Sie nämlich sehr, sehr vieles ganz genau gewusst. Ganz genau haben Sie es gewusst. Und das legen wir jetzt einmal an diese Entwicklungen. Es müsste doch nach Ihrer Theorie, Herr Bundeskanzler, mindestens 100.000 Tote dort in Schweden bereits geben. Es müsste doch explosionsartige Entwicklungen, was die Infektionen betrifft, geben. Sie haben doch davon gesprochen, als Sie von der Ruhe vor dem Sturm anfangen. Anfang März geredet haben. Sie haben doch angekündigt, dass das gesamte Gesundheitssystem und die Intensivmedizin mit Bomben und Granaten zusammenbrechen werden, wenn man nicht Ihrem Weg folgt. Sie haben doch gesagt, dass es ein Massensterben geben wird, das alles andere in den Schatten stellen wird, wenn es nicht so geht, wie Sie es als die einzige Möglichkeit dargestellt haben. Warum ist das in Schweden nicht so? Warum trudeln nicht jeden Tag in den Nachrichtensendungen die vom Herrn Wöginger schon herbeigesehnten Bilder der Särge in die österreichischen Wohnzimmer? Und warum sind dort nicht die Eishallen in Leichenhallen umfunktioniert? Denn das waren alles Bilder, mit denen Sie gearbeitet haben, Herr Bundeskanzler. Und über viele Wochen haben Sie diese Arbeit gemacht.
keine Pressekonferenz von Ihnen, kein Interview von Ihnen, wo nicht diese Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden. In düstersten Farben ist das alles gezeichnet worden, wenn, ja, wenn Österreich nicht den Maßnahmen des Bundeskanzler Kurz folgt, dann wird all das eintreten. Das haben Sie ganz genau gewusst. Herr Kogler, da sollten Sie sich mit Ihrem Bundeskanzler auseinandersetzen. Und Sie haben damit das getan, was Sie bestreiten. Sie haben die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Wir wissen ja, dass es die Stoßtrupps der ÖVP im Medienbereich gewesen sind, die bei einzelnen Medien interveniert haben, dass ja möglichst viele Bilder von Särgen in der Berichterstattung gezeigt werden. Das heißt, Sie haben die Angst der Bevölkerung nicht nur in Kauf genommen, sondern Sie haben mit ihr kalkuliert. Und das ist ein schwerwiegender Vorwurf, den ich Ihnen mache. Ich weiß nicht, was so wichtig ist. Nehmen Sie an einem Preisausschreiben teil oder was bringt Sie dauernd dazu, auf Ihr Handy zu schauen, anstatt hier zuzuhören? Herr Bundeskanzler, das ist auch eine Form des Respekts. Sie haben eine Urangst der Menschen benutzt. Die Urangst der Menschen besteht darin, dass keine Sorge größer ist als die um die eigene Gesundheit und als die um das eigene Leben. Und das gilt natürlich auch für die nahen Verwandten, für die Kinder, für die Eltern, für die Freunde, für die Bekannten. Und diese Urangst haben Sie damit benutzt. Und wissen Sie, was Sie damit gemacht haben? Ihre neue Normalität haben Sie damit hergestellt, die darin besteht, dass jetzt Denunzianten auf der Suche nach Lebensgefährdern ihr Unwesen treiben in diesem Land, in Stasi-Manier schon fast. Sie haben es so weit gebracht, dass Menschen so weit verängstigt sind, weil man eben Sorge hat um seine eigene Gesundheit, dass sie alleine im eigenen Auto schon die Maske tragen, die sie dort vor genau gar nichts schützt, dass sie Menschen treffen, die alleine unterwegs sind und diese Maske tragen, wo sie niemanden gefährden und auch von niemanden anderen gefährdet werden. So weit haben sie es gebracht, weil sie den Boden systematisch aufbereitet haben. Und sie haben es auch so weit gebracht, dass der eine oder andere Ausflügler argwöhnisch betrachtet oder gar ausgesperrt wird, als wäre er ein Seuchenbringer, wenn er ein paar Kilometer außerhalb seines eigenen Wohngebietes unterwegs ist und dort eine Erholung in der Natur sucht. Das ist die neue Normalität, die andere Normalität. Und das müssen Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass Sie das produziert haben in einer schwarz-grünen Koproduktion. Und noch etwas. Unterstützt worden sind Sie bei all dem, und ich sage das nicht, weil es mir nutzt, sondern ich nehme in Kauf, dass es mir dort schadet, von einer Vielzahl von Medien, nicht von allen. Und ich habe größten Respekt vor denen, die sich da nicht eingehängt haben in diese Angstmaschinerie. Mit der Unterstützung von vielen Medien, die sie in ihren Off-Record-Privatzirkeln bearbeitet haben und gleichgeschalten haben oder die sie gekauft haben. Die sie gekauft haben mit einem Paket. Und das Schlimmste ist, dass genau diese Käuflichkeit vom einen oder anderen Medium dann auch noch verklärt wird zu einem angeblichen Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins. So sieht es dann aus. Man lässt sich kaufen und sagt dann, wenn ich auf Kritik an der Bundesregierung verzichte, agiere ich besonders verantwortungsbewusst und stelle mich in den Dienst des nationalen Schulterschlusses. Herr Bundeskanzler, Sie haben das deshalb so gemacht, weil der Retter natürlich eine Bühne braucht. Diese Medien haben Ihnen diese Bühne aufbereitet. Ohne diese Bühne und ohne diese dramatische Inszenierung, die Hunderttausenden, die Särge und so weiter, ohne die gibt's keinen Retter. Das ist die Geschichte, die Sie erzählen. Und das müssen Sie sich gefallen lassen, denn das sind die Fakten. Und da gehört es auch dazu, dass es nicht nur einen Retter gibt, sondern auch diejenigen, die das kritisieren, dann in die Rolle von ungläubigen Ketzern, von Leuten gestellt werden, die nicht alle Tassen im Schrank haben und die sowieso nur von den übelsten aller Motive angetrieben sein können, wenn es nicht in ihr Konzept passt. Und auch das ist eine Bilanz der letzten Wochen und auch das kann man als eine Beschreibung der neuen oder der anderen Normalität bewerten. Nein, Herr Bundeskanzler, nein, die Geschichte, dass Ihr Krisenmanagement die große Gesundheitskatastrophe verhindert hat, die geht so nicht mehr auf. Die Erzählung von der Alternativlosigkeit, die ist entzaubert.
Einfach deshalb, weil wir jetzt, und da lernen wir aus der Erfahrung, sehen, dass es auch andere Wege gibt, siehe Schweden, und weil noch etwas dazu kommt. Weil es nämlich, und das lässt sich messen, das lässt sich ganz einfach messen, auch in Deutschland und in Österreich, und das sagen einige Experten schon, sofern sie überhaupt noch eine Möglichkeit haben aufzutreten, weil es einfach berechenbar ist, dass es einen Rückgang an der Zahl der Infizierten und der Todesfälle schon zu einem Zeitpunkt gegeben hat, wo die Maßnahmen, die sie gesetzt haben, noch nicht einmal gegriffen haben können. Und das müssen sie jetzt endlich einmal auch zur Kenntnis nehmen. Es gibt aber auch wirklich messbare Ergebnisse ihrer Politik. Ein paar habe ich schon genannt, aber auch in Zahlen wirklich messbare. Dort, wo es einen wirklichen Kausalzusammenhang gibt. 900.000 Menschen in Kurzarbeit, die nicht wissen, was kommt nach der Kurzarbeit, was kommt danach. Hunderttausende Arbeitslose, die nicht wissen, geht's danach zurück in den Job, unter welchen Bedingungen, oder kommt dann der Notstand. Das wären traurige Weihnachten für diese Leute, werden im Übrigen wie für viele, die jetzt mit Stundungen ihre Belastungen nur nach hinten geschoben haben, aber das dicke Ende kommt am Ende des Jahres. Das werden traurige Weihnachten werden. Aber tausende tüchtige Unternehmerinnen und Unternehmer, die kleinen wie die großen, quer durch alle Branchen, denen sie über Nacht die Existenzgrundlage entzogen haben und die sie zu Bittstellern gemacht haben, ohne einen Rechtsanspruch auf die vollständige Entschädigung. Das hat einen Kausalzusammenhang. Und weil Sie dieses Wort so gern verwenden, könnte man fast von Leuchttürmen sprechen. Das sind die Leuchttürme der neuen Normalität. Das, was ich jetzt genannt habe. Diese neue Normalität hat als Hardware eine schwarze Machtbürokratie, die jetzt ein paar grüne Einsprengelungen bekommt, und sie hat als Software den Faktor Angst. Das ist das Betriebssystem der neuen Normalität in Österreich im Jahr 2020. Und das wollen wir nicht haben, und ich glaube nicht, dass das der Großteil der Bevölkerung so haben will. Herr Bundeskanzler, wir werden alle aus Erfahrungen klüger. Mit den Erfahrungen steigt unser Wissensschatz. Da geht es mir nicht anders als Ihnen. Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen kaum noch bei irgendetwas Glauben schenke. Und Sie müssten sich heute eigentlich hier herstellen und kleinlaut bekennen, dass Ihr Kurs nicht alternativlos ist. Und Sie müssten sich hier herstellen und sagen, dass Ihre Experten nicht im alleinigen Besitz der Wahrheit sind. Wissen Sie, was alternativlos ist? Alternativlos ist zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Aber da hat es auch eine Zeit lang gedauert, Herr Bundeskanzler, da hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis sich die Orthodoxie, die Obrigkeit und die Machthaber dann dazu durchringen mussten, dass sie dem ursprünglich als Ketzer an den Pranger gestellten Recht gegeben haben. Das schreibe ich Ihnen nur ins Stammbuch, einfach zum Nachdenken. Ihre Strategie, Herr Bundeskanzler, das ist nichts anderes als ein Folgen des politischen Herdentriebs, der in China begonnen hat und sich über andere Länder fortgesetzt hat. Da sind Sie aufgesprungen, wie beim Domino, wo ein Stein den nächsten in Bewegung setzt. Sie folgen dem politischen Herdentrieb. Und jetzt lege ich Ihnen noch einmal Galileo Galilei ans Herz, weil es darum geht, Transparenz und Wissen zu erlangen. Er hat gesagt, messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist. Das haben wir heute im ersten Tagesordnungspunkt diskutiert. Es geht um Impfungen, es geht um Obduktionen, es geht um empirische Fakten, die wir brauchen, um eine entsprechende Strategie auch argumentieren zu können. Aber das, was Sie machen mit Ihren Kurven, mit Ihren Zahlen und mit Ihren Tabellen, ist das Vorgaukeln von einer faktenbasierten Vorgangsweise, wo es sich in Wahrheit um einen Blindflug handelt. Und noch etwas müssen Sie machen. Sie müssten aufhören, die Menschen direkt und indirekt zu verunsichern. Aber Sie machen das genaue Gegenteil. Gestern haben Sie wieder von tausenden Ischgls gesprochen. Was soll das heißen? Sie machen das genaue Gegenteil, wenn Sie sagen, eine Normalität wird es erst wieder geben, wenn es einen Impfstoff gibt, was ja auch offenbar bedeutet, dass alle dann zur Zwangsimpfung antreten müssen, Herr Bundeskanzler. Sagen Sie das dazu. Mit uns wird es das nicht spielen. Und Sie tun auch das genaue Gegenteil, wenn Sie trotz der heute, ich habe es gezählt, bis Mittag 60. Pressekonferenz dieser Bundesregierung mit lauter Maßnahmen, in Wahrheit die Arbeitslosen, in Wahrheit die Unternehmer, in Wahrheit die Familien mit Betreuungspflichten, den Tourismus, die Gastronomie, die Menschen, die an Krankheiten abseits von Corona leiden, wenn Sie die alle in wesentlichen Bereichen
im Unklaren lassen. Keine Klarheit, keine Transparenz, keine Planbarkeit. Was Sie liefern, sind Widersprüchlichkeiten, Ungereimtheiten, Unausgegorenheiten. Herr Bundeskanzler, lernen Sie von den Besten, setzen Sie auf Vernunft, anstatt auf Angst zu setzen. Freunden Sie sich mit der normalen Normalität an und verabschieden Sie sich von Ihrer neuen Normalität. Hören Sie auf damit zu kokettieren und den Ausnahmezustand zur Regel zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das heute so emotional und so offen gesagt, obwohl ich weiß, dass ich dafür viele Anfeindungen bekommen werde. Aber ich möchte eine Bresche dafür schlagen, dass es ein Recht darauf gibt, auch andere Positionen als die Huldigungen ihrer neuen Normalität in diesem Land zu vertreten. Und noch etwas. Ich sage das, und das ist mein letzter Satz, auch deshalb, weil ich nicht will, dass nach der Existenzgrundlage für viel zu viele Menschen, nach den Beschränkungen von Freiheit und von Selbstbestimmung am Ende dann auch noch die Wahrheit ein weiteres Opfer ihrer neuen Normalität ist.